In diesem Video möchte ich Ihnen die Aufnahmefunktion Ihres Telekom Media Receivers mit integrierter Festplatte zeigen. Mit dem Entertain TV Media Receiver können Sie Fernsehsendungen, also Filme, Serien und andere Sachen ganz einfach auf die Festplatte dieses Gerätes speichern und sich dann jederzeit wieder ansehen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, diese Funktion zu nutzen. Zum einen kann ich natürlich direkt im Live-Programm, wenn ich etwas schaue, die Aufnahmetaste drücken, dann springe ich hier rein und kann sagen, welche Qualität möchte ich aufnehmen, Einzelaufnahme und ob ich in den Media Receiver oder das in der Cloud speichern möchte, wenn ich das entsprechende Zusatzpaket gebucht habe. Also hier die Aufnahme starten, wird aufgenommen. Ich kann hier in die EPG-Daten des Media Receivers reingehen, also die digitale Programmzeitschrift, kann hier zum Beispiel durchblättern nach Uhrzeit, nach Sendern. Also wenn ich das RTL-Nachtjournal aufnehmen möchte, kann ich jetzt hier einmal die Aufnahmetaste drücken. Auch dann komme ich direkt in die Aufnahmefunktion, kann sagen, wo ich das aufnehmen möchte, in welcher Qualität und dann die Aufnahme einmal bestätigen. Dann ist auch diese Programmierung schon erledigt. Ich kann über das Haussymbol, also über den Home-Button, in das Media Receiver Menü wechseln, habe hier die verschiedenen Punkte. Da gibt es dann auch diesen Meine Inhalte. Zum einen kann ich hier sehen, welche Aufnahmen ich schon habe. Da, wo das rote Symbol dran ist, da läuft die Aufnahme aktuell noch. Dann gibt es hier die geplanten Aufnahmen. Da ist zum Beispiel das RTL Nachtjournal, was ich eben programmiert habe. Und dann gibt es auch hier die Möglichkeit, Aufnahmen zu planen. Wenn ich da einmal reingehe, individuell planen, das wäre zum Beispiel für Sender, wo es keine EPG-Daten gibt, wo Sie dann sagen können, der Sender zu der Uhrzeit möchte ich aufnehmen. Dann TV-Programm, da würde ich wieder in die EPG-Übersicht kommen, die ich eben gezeigt habe. Oder es gibt hier noch die Suchfunktion, wenn ich eine ganz spezielle Sendung suche, wo ich nicht weiß, wann die läuft und auf welchem Sender, dann kann ich hier reingehen, kann zum Beispiel auch hier sagen, weiß ich, RTL Nachtjournal. Wenn ich jetzt nur nach RTL suche, zeigt er mir hier relativ viel an, wie auch die ganzen Sender, die es gibt. Ich habe noch über die Optionstaste die Möglichkeit zu filtern. Zum Beispiel nach Inhaltstyp TV. Und dann zeigt er mir hier alle Sendungen an, wie extra Guten Abend RTL Punkt 12. Und kann hier auch wiederum reingehen. Und dann die Aufnahme mit OK bestätigen. Auch hier wieder die Option, wie ich das Ganze aufnehmen möchte. Und auch die Aufnahme ist jetzt wieder hinzugefügt. Ich kann auch die Aufnahme jederzeit abbrechen, wenn ich das möchte. Also das alles über die Festplatte. 500 GB stehen zur Verfügung. Das reicht für zahlreiche Stunden in HD-Qualität oder noch mehr Inhalte in Standardqualität. Wenn Sie einen Zweit- oder Drittreceiver haben, also den MR200, der keine Festplatte hat, dann können Sie auf die Aufnahmen dieses Hauptreceivers MR400 zugreifen, sofern sich das Gerät im Standby befindet und nicht im Energiesparmodus. Das heißt also, Sie können dann ganz bequem die Aufnahmen, die Sie programmiert haben, auch am Zweitfernseher sich anschauen. Sie können auch Aufnahmen am Zweitreceiver MR200 programmieren, die dann trotzdem auf diesem Gerät aufgenommen werden. Also ein vernetzter Videorekorder, der Ihnen ermöglicht, die Aufnahmen an allen Geräten in Ihrem Haushalt zu nutzen. In der EPG-Übersicht sehe ich übrigens, was ich aufgenommen habe und wo die Aufnahme läuft. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Sendung mit dem Punkt, die ist schon aufgenommen. Und ich habe hier die Sendung mit dem roten Punkt, die wird gerade aufgenommen oder ist auch in der Zukunft programmiert. Also hier auch eine super Übersicht. Wie viel Sendungen ich parallel aufnehmen kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allem von der Internetgeschwindigkeit Ihres Telekom-Zugangs. Also wenn Sie nur einen einfachen DSL-Zugang haben, ist zum Beispiel nur eine HD-Aufnahme oder zwei SD-Aufnahmen parallel möglich. Wenn Sie Telekom VDSL haben, einen schnellen Zugang, dann sind auch zwei HD-Aufnahmen jederzeit möglich. Ich habe auch die Möglichkeit, mir anzuschauen, wie viel Speicherplatz ich schon belegt habe. Ich gehe hier also über den Home-Button auf der Fernbedienung, blättere hier unten auf Einstellungen für dieses Gerät. Und dann gibt es hier unten den Punkt Speicherplatz. Und dann sehe ich, ich habe jetzt 9% meines Speicherplatzes bereits belegt. Aber ich habe noch 120 Stunden oder 21 Stunden für HD-Aufnahmen oder 261 Stunden für SD-Aufnahmen. Also da habe ich jederzeit den Überblick,
wie viel Speicher ich noch zur Verfügung habe. Die integrierte Festplatte des Media Receivers befindet sich übrigens auf der Rückseite, die ist hier fest eingebaut. Im Gegensatz zum Vorgängermodell lässt sie sich aber auch entnehmen. Das heißt also, wenn es mal zu einem Defekt Ihres Media Receivers kommen sollte und nicht die Festplatte selbst defekt ist, dann können Sie hier die Festplatte entnehmen, einen neuen Media Receiver quasi im Austausch erhalten und dann die alte Festplatte wieder einbauen, damit alle Ihre Aufnahmen nicht verloren sind. Also auch das eine nützliche Funktion dank Wechselfestplatte. Der Media Receiver 400 bietet Ihnen also zahlreiche Möglichkeiten, dank integrierter Festplatte Ihre Aufnahmen zu tätigen, zu verwalten und jederzeit darauf zuzugreifen.